Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 2. Wir sind auf Tuchanka, haben dort eigentlich zwei Gefährtenquests zu erledigen, den von Mordin und den von Grunt, genau, und der ist auch schon, wie soll man sagen, der ist begierig, endlich erwachsen zu werden. Denn seine Probleme mit dem Unausgeglichensein haben nichts anderes, haben keinen anderen Grund, muss man sogar sagen, als dass er, ja, hihi, erwachsen wird. Der gute Kerl ist in der Pubertät. Jetzt werden wir mal diesen Schlüsselstein auch endlich aktivieren. Da vorne ist er. Und dann gucken wir mal, was da so auf uns zurollt. Zuerst eroberten die Kroganer Tuchanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen. Okay, ja. Und was passiert? Hallo? Ist das da alles? Kommen Sie. Ich bin bereit. Wo kommt was? Ich sehe nichts. Hallo? Auf den Boden, sofort! Ich sehe nichts. Was kommt denn da? Ah, irgendwo kommen Feinde. Scheint mir. Ah, guck mal an. Ein Varan. Und bist du tot? Nein, noch nicht. Zu spät. Jetzt bist du tot. Sind da noch mehr? Komm her, komm. Upsala. Wo sind noch mehr? Hier ist noch einer. Den erschießen wir auch. Diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Sind das alle? Sind das alle gewesen? Ich hab die gar nicht kommen sehen. So wirklich echt bescheuert. Und dann sammeln wir mal hier Zeugs ein. Muss ich jetzt den Schlüsselstein wieder aktivieren? Ja? Ich werfe sie um. Ne, da sind noch welche. Ja, wo sind die denn alle? Hallo? Feinde, wo seid ihr? Noch einer. Wo sind die denn? Ach, da unten kommen sie. Ja, gut zu wissen. Ach, da kommt ihr alle her. Auch schön. Ja, gut, dass man eine Barriere hat. Komm mal her, wir lassen jetzt euch mal fliegen, so eine Runde, oder? Zugfeld. Ohne Probleme. Ohne Problem. Einer ist erledigt. Tja, einer ist erledigt. Das ist schön. Machen wir wieder mal eine Barriere. Sammeln wieder eine Runde Zeugs ein. Kommen da jetzt noch mehr? Ich hätte hier jetzt riesen Feindeswellen erwartet, aber... Ah, da kommen noch welche. Ich bin bereit. Grunt, du bist da einfach cool. Kommen die nur von einer Seite? Das kann doch überhaupt nicht sein, oder? Hallo? Da siehst du eine Eiser. Mal eine Runde nachladen. Da kommen noch ein paar mehr. Der nächste, genau. Puff, und dann bist du auch schon eins. Oh. Yeah, direkt auf den noch einer. Armer Mordin. Also gut, dann werden wir den Mordin mal aufwecken. Einigkeit, so. Man könnte ja auch einfach mal so ein noch bisschen einer. Auf die Minikarte gucken, ne? Da ist nichts, keiner. So, da ist noch einer. Na, komm mal, dann nehmen wir eben die Maschinenpistole. Okay, gut. Ja. Oder auch nicht gut. Irgendwie ein merkwürdiger Kampf. Für eine neue Runde statt. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ich bin ja auch mal gespannt, Leute. Ah, hier ist mein cooles Sniper. Wir müssen den Schlüsselstein, ja, ich weiß, um doch fortzusetzen. Okay, speichern einfach mal eine Runde und dann werden wir den Schlüsselstein noch mal aktivieren. Und jetzt bleibe ich einfach mal hier hinten stehen und guck, was passiert. Ja, und wo kommt ihr? Richard, komm, der Tod wartet. Irgendwas scheint hier. Oh, hallo. What the fuck? Bist du denn? Was um alles in der Welt sind Klicksens? Komm mal her, wir laden nach. Kannst du auch fliegen? Oder ihr? Mal gucken. Könnt ihr fliegen? Schockwelle? Ja, wäre auch eine Idee. Komm her, Klicksens.
Oh, da sind noch mehr. Okay. Gut. Der nächste, genau. Lauf ein Stück zurück, Jess. Die Viecher fliegen. Oh, da hinten ist nochmal irgendwas Unangenehmes. Wie viele kommen denn da? Ich glaube, ich spinne. Nein, Sturmangriff machen wir nicht. Komm, wir heben euch mal hoch. Und schießen dann einfach mal auf euch drauf. Naja, so. Schockwelle. Hihi. Ist da noch irgendwo einer bei mir? Da ist noch einer. Die sind alle vereist. Naja. So. Klappt mir das wieder? Genau, wir machen einfach mal eine Runde so. Klickse. Komm her. Ist da irgendwo bei mir einer? Was ist echt, hey? Also irgendwie. Komm her. Buff, buff, buff. In dem Fall ist die schnellschießende Waffe gar nicht schlecht. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, Leute. Komm mal her. Ja, Krogana. Und noch einer? Oh! Was bist denn du? Wie? Komm mal her, auch du fliegst jetzt? Nee, Sturmangriff ist gar nicht gut. Zugfeld. Komm her? Ja, genau. Okay. Wir machen mal wieder eine Runde Barriere. Ist da irgendwo einer? Was verdammt wackelt denn? Das ist der da so wackelt. Mal mehr Klicksen. Und vielleicht komische Viecher. Bist du jetzt tot? Ich würde mal denken, ja. Na also, siehst du, eine Runde explodiert. Also was hier so diese... Komm her, du fliegst. Komm her. Ja, doof, ne? Direkt auf den Arsch, so sehe ich das auch. Und eine Runde fliegen. Wer wollte nicht fliegen? Doch, der will fliegen. Ich sollte mich ein bisschen hier zurückziehen. Komm her. So, und ich glaube, ich sollte Munition holen. Wo sind denn noch welche? Das ist vielleicht ein lustiger Kampf. Irgendwie ist der lustig. Sehr lustiger Kampf. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Ja, ich weiß. Aber jetzt werden wir uns erst noch mal eine Runde Munition holen. Und da fliegt ja dieses komische Riesenvieh rum. Für das haben wir wahrscheinlich dann auch... Der Schlüsselstein. Ja, ist ja gut. Die schwere Munition gefunden bekommen. Aktivieren, um zum nächsten Teil des Ritus zu kommen. Ja, ist ja gut. Muss erst Munition suchen, aber offensichtlich bin ich schon voll. Also gut, dann gehen wir jetzt den Schlüsselstein aktivieren. Auch hier speichern wir mal zwischen. Bereit für eine neue Runde, Shepard. Yes, ich komme doch schon. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja. Leute. Okay. Nun tragen alle Kroganer die Genophage in sich. Unsere Belohnung und unseren Fluch. So, und was kommt jetzt? Bei diesem Kampf gibt es noch Upsala. Was kommt hier? Was kommt und wird uns angreifen? Hören Sie das? Ja. Alles. Okay. Vibriert. Wo ist denn das Ding ich jetzt? Bin bereit. Da hinten ist er. Wir wurden entdeckt. Ja, wir wurden entdeckt. Das ist schön. Hallo? Wo ist denn das Vieh jetzt? Überleben. Ah, da ist es. Wunderbar. Endlich ein Feind, der sich zu bekämpfen lohnt. Meine Güte, der zerlegt hier alles. Okay. Drehschlund. Ich hasse diese Drehschlunde. Da hinten ist er. Also dann. Die Frage ist, womit können wir die Panzerung am besten? Nicht mit dieser Pistole. So, dann versuchen wir es mal mit der Handkanone. Setze Verbrennungstag ein. Wo ist der?
Diese Deckung hier scheint ganz gut zu sein, oder auch nicht? Oh, ist da irgendwas? Hätte lieber Rückenwind. Gehen Deckung, Chappy. Oh, wir müssen überleben, 4 Minuten. Würdest du dich bitte mal regenerieren? So, dann machen wir jetzt die Barriere wieder. Und vielleicht nehmen wir doch mal das schwere Gerät. 10 Einheiten haben wir. Granatwerfer. Wo ist denn das Vieh jetzt? Wo ist das Vieh? Problem ist, wenn man nicht weiß, wo der Feind ist. Zumindest treffen wir mal. Das ist ja auch schon mal was wert. So, ich gehe mal dahin, wo der Mordin ist. Der weiß vielleicht, wo man sich gut verstecken kann. Runt ist auch noch da. Offensichtlich gibt es keine weiteren Feinde, sondern bloß diesen Drehschlund. So. Was ist mit unserer... mit unserem Sniper? So, okay. Wo ist das Vieh jetzt? Da hinten kommt er. Scheint auch zu gehen. Wir sollten aber in Deckung gehen, glaube ich. Snipey. Kommst du jetzt wieder davor? Ja, das sieht mir fast so aus. Müsste sich durch jede Panzerung brennen. Ups, wo ist er denn, unser Drehschlund? Naja. Komm her. Wo bist du jetzt? Da hinten kommst du wieder, oder? Müsste sich durch jede Panzerung brennen. Da ist er wieder. Komm her. Da. Dreschlund. Ich weiß nicht, wieso ich immer Drehschlund sag. Das ist eigentlich ein Dreschlund. Bist du jetzt tot? Hallo? Du bist tot. Wunderbar. Okay. Ach, jetzt kann, schau mal einer an, wer da kommt. Gut, ich will mehr. Ach, du Jessers. Okay, wir wissen, wer da kommt. Komischer kleiner Kampf. Leben. Und sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Ja, gut, alter Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Es stimmt, dass ihr Alien-Schwächen in meinem Krant gefunden hat. Ich frage mich, sie behaupten, sie seien rein? O'Keir hat sie konstruiert? Und kein Alien war daran beteiligt? Tja, er ist der perfekte Kroganer. Die besten Eigenschaften der Kroganer sind in Grunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde. Aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler. Aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Tja, sie wollen ihn als Trophäe, genau so sehe ich das auch. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Mhm. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Dann ende im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. Tja, okay, Grunt, deine Entscheidung. Es ist ihre Entscheidung, Grunt. Und sie scheint ihnen leicht zu fallen. Das ist das Problem. Ich bin ein reiner Kroganer. Uwenk, Sie sind der Heuchler. Ihr Kopf ist lebendig ebenso viel wert wie tot. Dann holen Sie ihn. Okay, wir kämpfen. Wir kämpfen. Schön, danke schön, dass du in... Sie haben uns gesehen. Jetzt geh mal in Deckung. Och, ich liebe diese Waffe.
zurückdrängen! Jawohl, nur die Starken überleben. Wo ist er denn jetzt? Was ist das für eine coole Waffe? Feinde im Ansturm! Zurückdrängen! Ja, Feinde im Ansturm, genau. Uppi! Oh, ich liebe diese Waffe. Geh wieder in Deckung. Scheppi. Oh, wir haben gleich keine Munition mehr. Das ist natürlich doof. Wo ist er denn jetzt? Der Uwenk. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Oh, wir haben... Ich glaube, ich muss wieder eine andere Waffe nehmen. So, komm her, Uwenk. Flieg mal. Komm her. So. Lassen sich durch jede Panzerung brennen. Brenne und stirb. Huhuhu. Waren das alle? Uwenk ist nur noch totes Fleisch. Ja. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Ach, guck mal einer an. Das war ja jetzt alles nicht so schwer, als der Uwenk kam. Hallo? Ich will hier noch einsammeln. Hallo? Ich will einsammeln, zum Kuckuck aber auch. Wie, ihr lasst, oh, kommt da noch mehr? Ah nein, das ist Rex. Hey Rex, hallo. Ach nee, jetzt kann ich nicht einsammeln. Ach, das ist doch scheiße. Ah. Och, Mönni. Das ist ja doof. Also das finde ich manchmal wirklich schade, dass man nicht noch einsammeln kann. Wer weiß, ob da noch ein Mod gewesen wäre. Wir haben den Initiationsritus bestanden. Und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Grant, Sie sind jetzt ein Erdnot. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist meine Kampfmeisterin. An sie kommt keiner. Yeah. Verstehe. Glückwunsch, Erdnot Grant. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Wie wurden Sie genannt, bevor Sie zum Schamanen wurden? Ich habe meinen Namen aufgegeben, als ich Schamane wurde. Ich bin ein Sprachrohr für den Zorn und den Blutrausch meines Volkes. Es wäre falsch, meine alte Identität zu bewahren. Mein Leben gehört dem Clan. Ah, Geschichte von T'Chanka. Das fragen wir jetzt mal. Ich will etwas über T'Chankas Vergangenheit. Definitiv. T'Chanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre. Und darin sind die Kroganer Meister. Ja, aber das sieht nicht so richtig cool aus hier. Wir decken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzendmal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Aha, okay. Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Kroganer in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen, aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Kroganer ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Erzählen Sie mir von den Ritualen und Zeremonien der Kroganer. Sie haben den Initiationsritus gesehen. Kroganer durchleiden bei der Geburt den Lebensritus, sowie später den Ehrenritus, wenn sie zur Fortpflanzung anerkannt werden wollen. Der Vorreiterritus wird abgehalten, bevor ein Kroganer zum ersten Mal einem neuen Feind entgegentritt. Daneben gibt es noch zahlreiche Riten, die der Anführer des Clans im Dienste seiner Leute bestehen muss. Okay. Welche Riten mussten Sie durchlaufen, um Oberschamane zu werden?
Na? Schamane zu werden ist sehr anstrengend. Ich habe Riten durchlitten, bei denen ich meinen Tod herbeisehnte. Meine Seele ist voller Narben. Ich halte jeden Abend und jeden Morgen in der Dämmerung Rituale ab, um die Bindung zur kroganischen Natur nicht zu verlieren. Unser Geist lebt von Gewalt und Tod. Darauf muss ich stets eingestimmt sein. Schrecklicher Job. Allerdings. Ja, wohl wahr. Definitiv. Ich gehe jetzt. Mögen Ihre Gegner stark genug sein, Sie wachsam zu halten. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Stufenaufstieg. Erfahrung erhalten. Schrotflinte Schaden. Ah, auch schön. Okay. So, sollen wir mal gucken, ob dieser Nator mit uns spricht mittlerweile? Ich mag noch jung sein, aber ich verkünde die Wünsche der Frauen. Eine wichtige Aufgabe. Okay. Mir ist egal, wer sie sind. Die Clans der Frauen empfangen keinen Besuch. Niemals. Das ist schade. Den Rat der Frauen würde ich gerne kennenlernen. Okay, also das war jetzt, finde ich... Botschafter. Sie schon wieder. Was kann der Nakmor-Clan für Sie tun? Nix. Ich muss gehen. Offensichtlich. Sie werden bestimmt anderswo gebraucht. Ja, das ist wohl wahr. Ich werde anderswo gebraucht. Und zwar müssen wir jetzt für unseren Geliebten... Hast du gehört, dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschlund erledigt haben? Jeder hat das gehört. Hat seit Rex niemand mehr geschafft. Genau. So, für Morden müssen wir noch was tun. Und außerdem müssen wir uns hier auch noch mal ordentlich umgucken. Das haben wir nämlich noch gar nicht getan. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Nein. Ich hatte wegen eines Angriffs der Verne zu tun. Warum? Ein paar vielversprechende Krieger dabei? Ja, natürlich. Sie sind stark. Eines Tages werden sie unsere Feinde in Stücke reißen. Tja, die paar Kinder halt. Oh, guck mal, Urz. Wer ich bist du gehört, denn? Sie hatten... Hallo, Urz. Aha, hallo. Guter Verne. Guter Verne, ja, finde ich auch. Wäre jetzt nicht so mein Haustier, aber egal. Ja, komm nochmal. Guter Vern. Ja. Das wäre echt nicht mein Haustier. Sitz. Gut. Genau. So, wer bist du denn? Ach, bei dir kann ich was einkaufen. Wunderbar, Rutsch. Willkommen, Erdnot Grant. Mein Name ist Rutsch. Sie und Ihr Grant finden in meinem Geschäft bestimmt viele interessante Dinge. Das will ich mal hoffen. Der Mensch ist mein Kampfmeister. Er führt das Gespräch, nicht ich. Natürlich. Für Menschen habe ich zwar nicht viel, aber Sie können es sich gerne mal ansehen. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Erdnot sind. Außer Ihnen. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen. Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen na, wichtig wunderbar. Sind. Rhinkol ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht die Harte. Es würde Sie innerlich zerreißen. Er macht keine Witze. Von Rhinkol kriegen Aliens die totale Mattscheibe. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel. Sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Was zum Teufel ist ein Pijack? Außenweltungeziefer. Wie Affen, sagen die Menschen. Sie kommen und klauen Nahrungsmittel, Rhinkol, was immer sie in die Krallen kriegen. Wir behaken sie mit unseren festen Verteidigungskanonen. Aber von dem Dreckszeug gibt es endlos viele. Okay. Na mal gucken, da können wir ja eigentlich helfen. Ich bin eine helfen. Gute Schützin. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijacks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pijack-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Okay. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Dann machen wir das auch irgendwann mal. Sonst stöbern wir erstmal. Munition für schwere Waffen. Das ist ein Upgrade. Stabilisierungshandschuhe. Todesmaske. Beschichtung. Erhöht Gesundheit. Schildgurt. Ich denke, dass wir mal die Munition für schwere Waffen kaufen. Das sieht interessant aus. Genau. Schildgurt erhöht Schilde um 5. Kaufen wir uns mal auch.
Komm, wir kaufen das Zeug jetzt einfach. So what, Todesmaske? Nee, das brauche ich nicht. Ja, komm, wir kaufen's mal. Okay. Tja, also von irgendwelchen Lebensmitteln habe ich jetzt aber erstmal nichts gesehen. So. Gut, mit Urz. Ach, der Urz. Verteidigungs, okay. Eines der Kinder. Noch 5 Jahre bis zum Ritus, schätze ich. Ich glaube, es hatte meine Augen. Glaubst du wirklich, dass du bei einem deiner Ausflüge ins Lager eine fruchtbare Frau erwischt hast? Ich denke schon. Tja, also in der Situation möchte man eigentlich nicht stecken. Wenn ich ehrlich bin, kann ich denn da runterlaufen? Ja. Okay, was haben wir hier? Rosenkampf-Wettannahme. Nee, ich will nicht wetten, Leute. Nicht wetten, ich habe keine Lust zu wetten. Wir wollen nur gucken, was hier passiert. Tja, das ist so typisch, ne? Das wundert einen nicht. Wie? Das ging aber flotti. Nein, ich habe keine Lust auf sowas. Ich mit dir sprechen kann ich auch nicht. Ja, ist ja gut. Wir treiben uns hier noch ein bisschen rum. Oh, Commander der Kundschafter, genau. Na, bist denn du Commander? Da ist er doch. Also dann, werden wir mal mit dem Jungen reden. Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. So, ich brauche Hilfe bei der Suche nach dem Salarianer. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Und? Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock klar. Ich habe einen meiner Kundschafter hingeschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Was können Sie mir über die Basis des Werelock-Clans sagen? Meiner letzten Information nach hat der Clan sich in einem alten Krankenhaus verkrochen. Ich habe es allerdings persönlich nicht gesehen. Ich kenne den Werelock-Clan nur aus der Entfernung. Etwas näher? Und ich hätte das Feuer eröffnet. Wenn Sie da rein wollen, sollten Sie schwere Waffen mitbringen. In Werelocks Basis gibt es jede Menge Bloodpack. Tja, schwere Waffen. Schön und gut, aber ich habe keine Muni. Das klingt nicht nach einer guten Verteidigungsposition. Warum haben Sie sich dort verkrochen? Jedes Krankenhaus auf Tuchanka muss so stabil gebaut sein, dass es einer Gruppe wild gewordener Kroganer standhält. Kroganer-Krankenhaus. Wenn wir wegen einer Wunde auf die Sekundärorgane umschalten müssen, wird's heftig. Höhere Denkprozesse werden dann nicht immer einwandfrei umgesetzt. Blutrausch nennt man das. Irgendeine Ahnung, was Sie mit dem Salarianer anstellen? Ich nehme an, Sie wollten ihn foltern. Nur um ihn zu töten, hätten Sie ihn nicht nach Hause mitnehmen müssen. Das macht doch Dreck. Vielleicht hat er das Bloodpack verärgert und sie haben ihn für eine Spezialbehandlung hergebracht. Mir völlig schnurz, was sie mit ihm machen. Ein Alien weniger auf Tuchanka. Das ist fremdenfeindlich. Sie scheinen nicht sehr viel für Aliens übrig zu haben. Jetzt machen Sie sich mal nicht ins Hemd. Wenn ich vorhätte, sie umzulegen, wüssten Sie es schon. Rex glaubt, wir müssten das kroganische Volk einen. Ich halte das für unmöglich, solange Außenweltler sich einmischen. Aber mich fragt ja keiner. Was für einen Ruf hat der Werelock-Clan? Und was ist seine Verbindung zum Bloodpack? Harte Kerle. Und längst nicht so freundlich wie wir. Sind Sie dem Bloodpack je begegnet? Eine Söldnertruppe, gegründet vom Werelock-Clan. Eine der wenigen Gruppierungen, die es auch auf anderen Welten gibt. Das sind Fanatiker. Werelock galt hündisch ergeben. Was auch immer Sie mit Ihrem Salarianer angestellt haben, Galt steckt dahinter. Was ist so besonders an Galt? Er hat 2 Kinder. Wow. Eins davon ist ein Mädchen. Manche glauben, auf ihn wartet ein großes Schicksal. Aber ich nicht. Ich hatte einen Cousin, der 20 Spiele Quasar hintereinander gewonnen hat. Das Schwein hat echt immer Glück. Ich würde meinen Cousin ja fragen, ob er mir was leiht.
Aber ich will ihm keine Loyalität schwören müssen. Glück, mehr ist das nicht. Und das gilt auch für Galt. Aber das Blood Pack hat auch Mitglieder, die keine Kroganer sind. Die Watcher zum Beispiel. Die Watcher. Die sind genau wie die Varen. Nur, dass sie Waffen benutzen und nicht so oft auf den Boden. Die Kroganer sind die einzigen wahren Mitglieder des Blood Packs. Alle anderen sind nur Kugelfänger für den Feind. Okay. Dann gehe ich erstmal. Gerne. Wenn wir dadurch die verdammten Außenweltler loswerden, Sie können den Truck da drüben nehmen. Brauchen Sie sonst noch was? Erzählen Sie mir von sich. Ja, komm. Können Sie mir mehr über Ihre Pflichten hier draußen erzählen? Fragen Sie ruhig. Mein Gerät muss sowieso ein bisschen abkühlen. Die anderen Kundschafter würden nie einen Commander akzeptieren, der seine Waffe überlastet, während er auf Ungeziefer schießt. Ist hier viel los? Genügend. Varen überall und Schlangen in jedem Wasser, das man bedenkenlos trinken könnte. Rex hat Waffenstillstandsabkommen mit einigen Clans geschlossen. Aber ich muss trotzdem patrouillieren. Das macht es leichter, sich daran zu halten. Was macht ein Kundschafter-Commander denn so? Wir finden raus, wo die Feinde sind, und dann lassen wir sie denken, dass wir zu viele wären, um sich mit uns anzulegen. Manchmal bedeutet das, dass wir ihre Grenzen überschreiten und den einen oder anderen Generator lahmlegen müssen. Ein andermal spielen wir Verstecken. Wir hinterlassen jede Menge Spuren und gaukeln größere Mannstärke vor. Dann überschreitet also jeder Clan auf Tuchanka die Grenzen der anderen Clans? Grenzen? Das hier ist Tuchanka. Hier werden Grenzen durch die Reichweite der Feuerwaffen festgelegt. Wir sind, was wir sind, Mensch. Würden wir nicht auf sie schießen, würden sie uns nicht ernst nehmen. Das ist keine Aufklärung, sondern Sabotage. Aber wenn man ein paar von ihnen in die Luft gesprengt hat, kann man sie viel besser zählen. Jeder weiß, wo Earthnaut ist, Mensch. Wo sollten wir uns denn verstecken? Ja, die Bedrohung der Lebensmittel, das haben wir ja schon gehört. Danke für die Information. Okay. Viel Glück da draußen mit den Warlock und dem Bloodpack. Nach dem Kundschafter suchen. Den Truck benutzen. Da oben ist der Truck. Genau, da gucken wir uns jetzt auch noch um. Haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Mein Varen ist hungrig. Sie haben diesen Dreschlund zu Fuß erledigt? So ist es. So, verletzter... Oh, mit Morden reden. Verletzter Kroganer. Kroganer mussten Genophage ertragen, Nuklearangriffe, Bürgerkriege und haben überlebt. Mhm. Ja, und das verdanken wir nicht Ihnen oder sonst jemandem. Ja, Grant, dir aber auch noch wie nicht. Sich Lebensformen anpassen, immer wieder, trotz der Umstände. Inspirierend. Okay, wir gucken uns hier um. Was haben wir hier? Was denn hier drin? Hihi. Ach, guck mal an. Hier kann man noch Zeug kaufen. Sturmgewehrschaden. Biotischer Schaden. Oh, jetzt haben wir nicht mehr so viel Kohle. Die schwere Pistole, das kaufen wir natürlich. Schwere Pistole, Schaden erwerben. Ja, damit logisch. Lässt sich was anfangen. Genau. Jetzt haben wir erstmal keine Kohle mehr. Aber gut zu wissen, dass es hier auch noch Zeugs gibt. Ja, wunderbar. Okay. Ja, schön. Und jetzt reden wir noch mit dem Vortrack und dann machen wir Schluss für heute. Da sind noch mehr von den Viechern. Kann ich dich auch noch schlagen? Nö, kann ich nicht. Gut. Soweit ich das mitbekommen habe, hat der Earthnaut Clan ein neues Mitglied. So ist es. Sie sind also unser neuer Krieger. Der Schamane hat Ihnen die üblichen Upgrades gegeben, oder? Ja, er hat kein Problem damit, meine Errungenschaften als seine Belohnungen zu verkaufen. Setzen Sie sie mit Bedacht ein. Der oberste Forscher des Earthnaut Clans hat keine Zeit, Ersatzteile herzustellen. Ich könnte höchstens einen Rabatt anbieten. Okay, und was forschst du? Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Die Salarianer haben die Genophage entwickelt. Das habe ich auch schon gehört. Und dennoch trauen sie ihnen, wenn es um Medizin und Landwirtschaft geht? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Okay, du hast da wirklich einen beeindruckenden Titel. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Mhm. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren.
Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Ach, guck mal an. Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Ja, für wahr. Egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Okay, dann mach's mal gut. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. So ist es. Ja, ja, gehen Sie weiter. Gut zu wissen, dass man hier auch noch das eine oder andere kaufen kann. Ihr Lieben, ich denke, dass ich jetzt ohne euch kurz in die Normandie zurückkehren werde, um dort zu forschen. Das wollen wir noch in jedem Fall machen. Ein falscher Schritt, Shepard. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge, werden wir uns tatsächlich mit Mordens Quest beschäftigen. Weil das wollen wir ja auch noch, das wollen wir ja auch noch erledigen, ihr Lieben. Einstweilen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch, ihr wisst ja, einen schönen Tag. Ja. Beim Commander der Kundschafter ist von einem Gefangenen Salarianer die Rede. Gut. Genau. Also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Das hatten wir doch bereits. Genau, das hatten wir doch alles, ihr Lieben. Wie immer wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und ich gehe eine Runde forschen. Bis morgen dann. Tschüss.